Am 8. Jänner standen im Pferdezentrum Stadl-Paura, dem Austragungsort der Oberösterreichischen Landesausstellung 2016, die Staatsmeisterschaften auf dem Programm. Sie wurden in den Elite-Kategorien Männer und Frauen ausgetragen. Außerdem ermittelten die Amateure ihre österreichischen Meister. Schneefall über Nacht bedeutete für die Mannschaft des Veranstalterclubs Arbö-Grassinger-Lambach eine kräfteraubende Frühschicht. Zu Beginn der Rennen schneite es noch immer. Die 2,8 Kilometer lange Strecke, welche auch durch die Reithalle führte, präsentierte sich aber in tadellosem Zustand. Allerdings mit Schneedecke. Beim Rennen der Frauen sind 12 Athletinnen am Start. Eine Rekordteilnehmerzahl. Die Damen starten sofort mit hohem Tempo. In der Startrunde führt Silke Meier das Feld an. Sie hat sich am Vortag bereits den Cupsieg geholt. Bei der Einfahrt in die erste Runde setzt sich bereits Nadja Heigl an die Spitze. Die 18-jährige Mountainbikerin Lisa Pasteiner folgt der Favoritin aber wie ein Schatten. Nach einer halben Runde führt Pasteiner aus Niederösterreich das Rennen an. Die erste Runde fährt sie in 9,43. Das entspricht einem Schnitt von 17,29 km/h. Heigl liegt aber nur 5 Sekunden dahinter. Silke Meiers Abstand beträgt 27 Sekunden. Die Vize-Weltmeisterin der Juniorinnen im Cross-Country vergrößert mit jeder Runde ihren Vorsprung und kommt sogar 20 Sekunden von Heigl weg. In der vierten Runde passiert ihr hier ein kleines Missgeschick. Die Kette springt ab und prompt nützt Heigl ihre Chance. Sie schließt wieder auf. Jetzt gibt Nadja Heigl richtig Gas. Sie kann sich absetzen und in der vorletzten Runde beträgt ihr Vorsprung bereits 25 Sekunden. Doch auch Pasteiner gibt alles und vor allem nicht auf. Mit einem letzten Kraftakt auf den Tempopassagen kann Heigl ihre hartnäckige Verfolgerin doch noch distanzieren und holt sich hier mit 5 Sekunden Vorsprung ihren 5. Staatsmeistertitel. Der Sieg und der Staatsmeistertitel geht also an Nadja Heigl, Sportunion Bikestore CC-Team, mit einem Schnitt von 18,23 km/h. Also für mich, glaube ich, der 5. Aber das hat schon sehr viel, weil man muss immer an Tag X seine Leistung bringen. Man hat gemerkt, wenn es einmal nicht ganz so läuft, ist es sehr schwierig. Und das muss immer alles passen und bin froh, dass ich den verteidigen habe zu können. Ja, bei mir ist es eigentlich total gut gegangen. Also eigentlich unerwartet gut, muss man sagen, weil es in der Vorbereitung noch nicht sonderlich spektakulär war und hauptsächlich als Trainingsrennen für mich die Crossrennen sind. Und dafür ist die ersten drei Runden waren eigentlich echt genial. Also die Nadja hat in der ersten Runde einen Fehler gemacht und in der dritten Runde habe ich dann denselben Fehler mehr oder weniger an derselben Stelle gemacht und dadurch hat sich das dann wieder ausgeglichen. Und dann war sie einfach stärker, vor allem auf die geraden Passagen. Technisch war es bei mir dann immer, es ist immer so ein Auf-Ab gewesen. Und im Endeffekt ist es sich halt dann knapp nicht ausgegangen. Aber es war auf jeden Fall ein super Rennen und hat total Spaß gemacht, dass man auf so einem selben Niveau eigentlich mit wem fahren kann. Und dass sich das immer, dass das so ein Fight war bis zum Schluss. Hinter der neuen Staatsmeisterin im Radquerfeld eingewinnt Lisa Pasteiner Silber. Die Bronzemedaille geht an Silke Meier. 23 Fahrer starten im Staatsmeisterschaftsrennen der Elite. 16 Fahrer bestreiten die österreichische Meisterschaft der Amateure. Zuerst wird die Elite auf den international bewährten Parcours mit seinen technischen Leckerbissen geschickt. 15 Sekunden dahinter folgt das Feld der Amateure. Am Vortag holte sich hier der Tiroler Mountainbike-Spezialist Gregor Rackl den Cupsieg vor Eliminator-Weltmeister Daniel Federspiel. Auch jetzt setzen sich die beiden wieder an die Spitze. Die erste Runde geht noch an Daniel Federspiel. Mit einer Sekunde Vorsprung fährt er in die zweite Runde. Der Rundenschnitt liegt bei 19,78 km/h.
Schon in der zweiten Runde setzt sich Gregor Rackl an die Spitze und zieht davon. Sein Vorsprung wächst nun mit jeder Runde. Bei den Amateuren führt Tom Meyer das Feld an. Er hätte sich gerne direkt mit der Elite gemessen. Geschickter wäre es gewesen, wenn er auch stark gewesen war, dann hätte man sich ein bisschen mit den anderen auch messen können. So waren wir halt schon vom Start weg so weit hinten. Allerdings ab Hälfte des Rennens war es schon so eisig. Mit meinem Material hätte ich da sowieso nicht mitfahren können und somit war es egal. Die Strecke ist noch immer in einem guten Zustand. Die Schrägfahrten und Kurven erfordern viel Gefühl. Ausrutscher gehören aber zu einem Querfeldeinradrennen einfach dazu. Gregor Rackl, der bereits Staatsmeister im Mountainbike Cross Country und im Eliminator war, zieht indessen wie auf Schienen seine Runden. Die Fahrzeit des Rennens beträgt eine Stunde. Das sind 8 Runden zu je 2,8 Kilometer. Also insgesamt 22,4 Kilometer auf Eis und Schnee. Als besonders wetterfest erweist sich der mehrfache Zeitfahrmeister Andreas Hofer vom Hinkhoff Advaric Cycling Team. Er verzichtet sogar auf warme Kleidung, das spart wenigstens Gewicht. Rackl hat seinen Vorsprung in der letzten Runde auf 48 Sekunden ausgebaut und fährt nun in die Halle Richtung Ziel und zum ersten Staatsmeistertitel im Querfeld ein. Ja, genau, im Cyclocross ist es der erste Staatsmeistertitel. Ich bin in den letzten Jahren eigentlich nie wirklich diese Disziplin gefahren, weil ich einfach versucht habe, mich auf dem Cross Country für den Sommer zu konzentrieren. Aber ich denke durchaus, dass 3-4 Rennen im Winter auf die Saison im Sommer hingesehen ein gutes Training ist. Doppelweltmeister Daniel Federspiel holt sich Silber. Ich war super zufrieden. Also mein Vize-Staatsmeister ist mehr wie perfekt. Also mein Ziel war natürlich die Goldmedaille, aber ich bin halt so technisch nicht ganz zurechtgekommen, auch mit dem Pedal ein bisschen ein Problem gehabt. Und ja, aber mit dem zweiten Platz mehr als zufrieden. Thomas Meyer wird zum zweiten Mal österreichischer Meister bei den Amateuren. Ja, was bedeutet so ein Sieg? Natürlich nimmt man Entbehrungen in den Kauf und. Und wenn es dann vorbei ist am nächsten Tag, fängt Slim wieder neu an. Kein interessiert es mehr und alles geht von euch an. Bester U23-Fahrer als Gesamtdritter wird Felix Ritzinger. Dank der großartigen Arbeit des Veranstalters Radclub Grassinger Lambach wurde auch heuer wieder ein tolles Radsportwochenende im Pferdezentrum gewährleistet, bei dem Radsportbegeisterten aller Altersklassen etwas geboten wurde.